yapıyoruz. Sonra biz yapıyoruz. Sonra da etraz planı yapıyoruz. Tamam. Hallo zusammen. Mein Name ist Leyla Akbaş und 29 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei, aus Izmir. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter. Sie heißt Lina und Lina ist 2 Jahre alt. Sie geht zum Kita. Ich habe 5 Geschwister, 2 Brüder und 2 Brüder und 3 Schwestern. Also ein Bruder und eine Schwester lebt in Deutschland, in Hamburg. Leider, ich habe keinen Beruf. Aber wenn ich mein Deutsch verbessern, möchte ich natürlich eine Ausbildung machen als Krankenschwester. Meine Hobbys sind Deutsch lernen, kochen, mit meiner Tochter spielen. Seit 5 Jahren lebe ich in Deutschland und bis jetzt leider, ich habe noch nicht Deutschkurs besucht. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich 2 Jahre als Reinigungskraft gearbeitet. Nach den 2 Jahren, ich bin schwanger geworden und bis 7. Monat habe ich gearbeitet. Nach dem 7. Monat bin ich Elternzeit geworden und ich bin noch immer Elternzeit. Ab September muss ich wieder arbeiten. Ja, und so, wenn Sie eine Frage haben, können Sie mir stellen. Ich weiß nicht, was muss ich noch sagen. Björn, bitteschön. Dankeschön, Bitte schön. nein, nein, ich habe keine Frage. Ich habe Applaus gegeben. Aukisch, Aukisch. Okay. Danke. Filiz Hocam, yapmak mı istiyorsunuz? Buyurun. Ja, ich kann probieren. Ja, bitteschön. Ja, ich bin Filiz Sönmez. Ich komme aus der Türkei, aus Bursa. Jetzt wohne ich mit meiner Familie im Burg. Burg ist ein Dorf. Es gehört Stadt Münster. Ich bin Religions- und Kulturlehrerin. Ich habe 13 Jahre lang in der Türkei gearbeitet. Ich wohne in Deutschland, in Burg oder in Deutschland seit 1,5 Jahren. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn ist 14 Jahre alt, meine Tochter ist 11 Jahre alt. Sie geht Gymnasium. Ich habe 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Leider meine Familie, meine Mutter, mein Vater und Geschwister wohnen in der Türkei. Ja, wir sind alleine. Ich kann ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch sprechen. Meine Muttersprache ist Türkisch und meine Hobbys sind Lesen, Wandern, Fotografieren, Spazieren gehen und Ebru-Kunst machen. Ebru-Kunst ist auf Deutsch Marmorierung. Ja, das war's. Dankeschön Filiz Hocam. Başka kim denemek ister? Tevfik Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar İsmail Hocam. Biz İstanbul'a gireceğimiz için soru cevap yapılacak bizim sınavda. Tamam, kalp problemi var mı? Bir arkadaş bana eşlik ederse ben de Ya tekrar İhsan. yapmış olurum. Ya Sıla Hocam eşlik ediyoruz size. Buyurun. Okey.
Ja, hallo. Hallo. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Und bei dir? Danke, es geht mir gut. Ich heiße Sula und bin ich 21 Jahre alt. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin Ismet und 23 Jahre alt. Woher kommst du, Sula? Ich komme aus der Türkei. Woher kommst du, Ismet? Ich komme aus der Türkei, aus Istanbul. Ich wohne in Kiew. Geboren und aufgewachsen. Was machst du? Arbeitest du oder studierst du? Ich bin eine Krankenschwester. Ich arbeite Adana Çukurova Belediyesi. Ich arbeite Çukurova Belediyesi in Adana. İsmet, bleibst du bei deinen Eltern? Ja, leider bleibe ich mit meinen Eltern. Also hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister, İsmet. Ich bleibe bei meinen Eltern. Mein Vater ist 55 Jahre alt und Rentner. Meine Mutter ist 41 Jahre alt und Hausfrau. Und du? Ich habe einen Bruder. Mein Bruder wohnt in Deutschland und arbeitet bei Lattesystem als Maschinenbauingenieur. Welche Sprache sprichst du? Meine Mutter spricht Türkisch. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Welche Sprache sprichst du? Meine Mutter spricht Türkisch, aber ich habe noch einige Sprachen in der Schule gelernt. Das sind Englisch und ein bisschen Italienisch. Ich möchte gerne wissen, seit wann du Deutsch lernst, oder? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu studieren. Warum lernst du Deutsch? Wie lange lernst du Deutsch? Ich lerne seit 6 Monaten Deutsch, um in Deutschland zu leben und Master zu machen. Das ist alles. Ich denke, wir haben alles gesprochen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Danke. Ja, Ismet, ich freue mich, dich kennenzulernen. Danke. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar ikinize de. İsterseniz biraz bir vaktimiz var. Bir arkadaş daha alabiliriz. Forstering için. Ondan sonra Bilster'e geçeceğim. Eğer biri benimle yaparsa Tevfik Hocam ben de yapabilirim. Hüseyin Hocam'a kim eşlik etmek ister? Ya. Buyurun Sıla Hocam, Hüseyin Hocam buyurun. Hallo, wie geht's dir? Hallo, danke, es geht mir gut. Wie geht's dir? Es geht mir auch gut, danke schön. Ich heiße Hüseyin und 22 Jahre alt. Wie alt bist du und wie heißt du? Ich heiße Sıla, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in Konya, bin geboren und auch aufgewachsen. Sıla, was für eine Wohnung hast du? Ich bin in Adana geboren und wohne in Adana. Ich wohne in der Wohnung. Unsere Wohnung ist klein. Ja, und du? Ja, ich wohne in einem Apartment. Ich bleibe oder ich wohne mit meinem Freund. Ich möchte gerne wissen, arbeitest du oder studierst du?
Hüseyin, ich bin eine Krankenschwester. Ich arbeite Çukurova Belediyesi in Adana. Was ist dein Beruf? Ich bin Student, aber ich habe noch einen Monat für absolvieren. Dann werde ich arbeiten. Ja, super. Ja, Sala, was machen deine Familie von beruflich? Kannst du bitte einen Kurs vorstellen? Ja, okay. Ich bleibe bei meinen Eltern. Mein Vater ist 55 Jahre alt und Rentner. Meine Mutter ist 41 Jahre alt und Hausfrau. Ich habe keine Geschwister. Ja, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Er lebt in Niederland und arbeitet als Koch. Und welche Sprachen sprichst du, Sala? Meine Muttersprache ist Türkisch. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Welche Sprachen sprichst du? Meine Muttersprache ist auch Türkisch. Außer Türkisch kann ich Deutsch und Englisch sprechen. Meine Deutschkenntnisse ist, ich glaube, B1. Weil ich in Deutschland arbeiten möchte, muss ich meine Deutschkenntnisse verbessern. Und warum lernst du Deutsch? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten oder zu studieren. Ja, was sind deine Hobbys? Ja, meine Hobbys sind Fußball spielen, Musik hören, Bücher lesen. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich mit meinem Hund spazieren. Und ich möchte auch wissen, was deine Hobbys sind. Meine Hobbys sind Deutsch lernen, spazieren gehen, tanzen und Sport treiben. Ja, Hüseyin, freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, kennenzulernen. Dankeschön. Ja, bitteschön. Sıla hocam, size bir soru sorayım. Was bedeutet Ihr Name? Gurbet. Deutsch. Aber ich weiß nicht. Also Sıla bedeutet nach, also von Gurbet nach Heimatland. Barış. Ja, Tefik hocam. Ah, bitte. Was bedeutet Ihr Name? Meine Name. Ja. Mein Name bedeutet Frieden. Nochmal bitte? Frieden. Mein Name bedeutet Frieden. Ja. Frieden, Freiheit. Frieden. Frieden, okay. Mit IE, ich schreibe. Okay. Und darf ich fragen, was Ihr Name bedeutet? Sıla hocam, size de bir tane söyleyeyim. Belediye diyorsunuz ya. Belediye ya Rathaus ya. Diyeceksiniz ya da Gemeinden diyeceksiniz. Ya okey. Ya danke schön. Ya ikisinden birini kullanın yani. Okey, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada bilgilere geçelim. Kim yapmak ister? İki tane Filiz hocam var. İkisinden biri cesaret edebilir mi? Ya burada daha çok Erfarum kullanacağız. Ben biraz önce Foştel'in yaptım ama yani yine yapabilirim. Buyurun hocam, olsun. Diğer arkadaşlar da başlayabilir hocam. Onu da hocam yapmaya çalışayım. Filiz Aktaş hocam. Yani cesaret edemiyorum da. Yapayım yani. Yapayım hocam, deneyeyim. Hı, buyurun. Ama
internet alışveriş yani birazcık internet alışverişini şey diyeceğim ama auf dem Bild sehe ich eine Person, das Foto würde, ich denke, das Foto würde in einer Straße aufgenommen. Das Thema des Bildes ist Einkaufen. Ich kaufe lieber online ein, besonders wegen der Corona. Einkaufen im Internet ist sehr praktisch und günstig. Beim Einkaufen im Internet gibt es manchmal Probleme. Man kann nicht die Sachen nicht probieren. Man kann man kann bin şey falan onun aklıma gelmedi. Ich auf als in meinem Heimat ich war haben ich und meine Familie einmal pro Woche ins Einkaufszentrum. Dort haben wir im Restaurant gegessen. Başka bir şey gelmedi aklıma hocam. Heyecanlandım. Tamam, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bir ses problemi olduğunu söylüyor. Herkes duyuyor mu arkadaşlar? Duymayan var mı? Ses iyi. Karşıdaki... Ses gayet iyi geliyor Tevfik Hoca. İnternetten olabilir hocam. Duymayanın. Tamam, belki de olabilir, evet. Bu resmi geçelim arkadaşlar. Bir benzeri de yine aynı şekilde. Kim yapmak ister? Hocam ben deneyeyim ama. Deneyin hocam. Ich habe nicht viel Erfahrungen. Ja? Auf dem Bild sehe ich eine Person. Ich denke, der eine Frau ist, weil sie trägt ein Armtasche. Sie trägt weiß und blaues T-Shirt, blaues Hose und schwarz Schuhe. Sie trägt viele Tasche. Ich denke, sie hat eingekauft. Sie ist im Einkaufszentrum. Ich denke, dass sie im Einkaufszentrum ist, weil ich auf dem Rechts ein Restaurant sehe. Sie trägt Armbanduhr. Auf dem Hintergrund sehe ich viele Menschen in meinem Heimatland. Ich und in meinem Heimatland gehen wir, sind wir im Einkaufszentrum gegangen. In Deutschland auch gehen wir
Einkaufszentrum. Wenn wir etwas brauchen, gehen wir einkaufen. Das war's. Teşekkür ediyoruz hocam size. Ya hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yaparken heyecanlanıp bazı şeyleri unutuyorum ben. Benim problemim o. Bu hepimizde olan bir şey. Ben sınava girdiğim zaman da adımı söyledim. Başka hiçbir şey söyleyemedim yani. Yani o kadar çok heyecanlandım ki. Evlendiğim zaman bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Yani renkleri unuttum. Kadının üstüne giydiği tişörtü falan söyleyeceğim. Rengi unuttum. İşte hocam şöyle gün içerisinde dün akşam mıydı bugün müydü bir arkadaşımız gruba erfarunkları attı yani bir tanımlamaları attı. Gördüm hocam. Onları yazarak, çalışmış. Bu gerçekten güzel bir çalışma. Ben de kendime aynı şeyi uygulayacağım. Yazarak ezberleyerek başka bir işin kurtuluşu yok. Evet. Sağ olun hocam. Evet, kolay gelsin. Bir arkadaş daha bu bildiğimizi yapabilir mi? Sevgi abla denemek ister misiniz? Ben mi? Evet. Yok ya, denir miyim? Tamam hocam. Özlem hocam siz deneyin. Ya ben şimdilik dinleyici kalayım abi de gelecek günlerde yapayım inşallah. Tamam inşallah. Baylardan kim denemek ister? Yani Türkiye'den değil de Almanya'da olanlardan alalım. Türkiye'de bu sınavı yapmıyorlar çünkü değil mi? Öyle biliyorum ben. Evet Türkiye'de hocam yapmıyorlar. Yüksel Bey denemek ister misiniz? Merhaba. Ben şu an müsait değilim de. Tamam hocam. Dinleyebiliyorum ancak. Kaynı problem. Teşekkürler hocam. Tamam. Diğer o zaman şöyle yapalım. Etvas plana geçelim. Biraz zor bir konu, hak veriyorum. Biraz insanı böyle garip bir tema yani. Evet, bu akşamki etvas planımız bu arkadaşlar. Herkes şöyle bir okusun, baksın, değerlendirsin. Eine Freundin von Ihnen olması gerek ama Tevfik hocam. Bir daha alabilir miyim abi? Eine Freundin von Ihnen. Von Ihnen. Evet, yazım hatası var. Ya ben öyle düşünüyorum Fikret hocam. Doğru, von Ihnen olmaz. Evet, yazım hatası var. Kim yapmak ister arkadaşlar? İsmet hocam müsait yapabiliriz. İsmet hocam yapalım. Müsait. Yapalım bir şey hocam. Hallo İsmet, schön dich zu sehen. Geht's dir? Hallo, danke, mir geht's gut. Und bei dir? Es geht mir auch gut, danke schön. Ismet, wie du weißt, unsere Freundin Ali fährt für ein Wochenende in den Urlaub. Und wir müssen sein Kind aufpassen. Und was denkst du? Ja, das wäre super. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir uns am Sonntag treffen? Was denkst du? Ja, am Sonntag kein Problem für mich. Ich habe viel Zeit. Wie du weißt,
ich am Wochenende frei habe. Aber zuerst möchte ich gern wissen, was können wir bei gutem Wetter machen? Ich weiß nicht, ob am Sonntag das Wetter gut ist. Ja, ich habe ein paar Ideen. Ich denke, dass wir spazieren gehen können und an dem Strand gehen und so weiter. Das ist egal für dich? Ja, warum nicht? Aber wenn das Wetter nicht gut ist, können wir in meine Wohnung zusammen essen oder spielen. Was meinst du? Ja, wir treffen uns in deine Wohnung und zum Beispiel können wir Karte spielen, Film schauen und so weiter. Aber wir müssen etwas kaufen, so essen und trinken. Wie du weißt, ich kann nicht sehr gut kochen kann. Deshalb muss ich etwas bestellen. Was denkst du? Ja, super. Gut, das ist ein guter Vorschlag. Wir müssen bei Yemeksepeti etwas bestellen. Also, was können wir außer Essen und Trinken sonst noch machen? Ja, wir können am Abend, ich weiß nicht genau. Moment. Es tut mir leid. Wir können am Abend nach unseren Nachbarn gehen. Wie du weißt, unsere Nachbarn hat einen kleinen Sohn. Ich denke, Philipp gefällt das. Was denkst du? Ja, also ich denke, es wäre besser, wenn wir mit Philipp und deinem Kind zusammen Tabu spielen. Ja, warum nicht? Können wir auch machen, zusammen Tabu spielen und so weiter. Ich habe auch eine Playstation und wenn Philipp möchte, er kann auch mit Playstation spielen. Ist das egal für dich oder was denkst du? Ja, passt mir, kein Problem. Okay, ich denke, dass wir alles gesprochen haben, aber jetzt muss ich los. Dann bis Sonntag. Bis dann. Tschüss. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar sizlere de. Başka kim yapmak ister? Ben yapabilirim hocam bir partner olursa. Evet, Filiz hocama kim eşlik eder? Ben eşlik edeyim öbür kız. Yapmaya çalışıyorum. Ya, wie heißt du? Filiz. Okay. Bye, Filiz ya. Hallo, Filiz. Hallo, Filiz. Geht es dir? Ja, super. Und dir? Mir geht es auch gut. Du weißt, unsere Freundin Özlem für ein Wochenende in den Urlaub gefahren. Wir sollen in dieser Zeit auf ihren 6-jährigen Sohn Philipp aufpassen. Hast du Lust und Zeit? Ja, ich weiß und ich habe Zeit und Luft.
Okay, super. Aber wir könnten, was könnten wir mit Philipp machen? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Am Samstag, wenn das Wetter gut ist, können wir zusammen Picknick machen, weil Philipp ist Philipp sehr klein ist. Ich denke, dass er Picknick mag. Was denkst du? Okay, wir könnten Fußball spielen oder Volleyball spielen. Das ja. Passt das ja? Ja, das ist eine schöne Idee. Ja. Aber bei Schlittern bei Schlittern ja, was könnten wir bei Schlittern mit machen? Ja, ich habe große Wohnung. Wir treffen uns zusammen in meiner Wohnung und ich mag kochen oder backen. Wir können zusammen einen Kuchen backen oder Karte spielen oder einen Film sehen. Ja, was denkst du? Okay, das passt mir. Aber wie soll man Essen und Trinken machen? Ja, wir machen viele. Nein, wir können viele Essen machen. Zum Beispiel Köfte. Oder ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Ja, ich kann leckere türkische Gerichte kochen. Zum Beispiel Reis mit Fleisch, Sarma, Pizza. Aber wir können gesundes Essen kochen. Ja, okay. Aber Sarma ist für mich sehr schwer. Ich kann nicht das machen. Aber Reis und Fleisch passt mir. Und wir können Pommes machen auch. Trinken habe Ayran oder Orangenpfirsche Saft. Ja. Ja. Okay. Du hast recht. Super. Also was könnten wir tun am Abend? Ja. Kannst du wiederholen bitte? Ich habe nicht verstanden. Was könnten wir am Abend tun? Am Abend mit Philipp tun? Ja. Ich habe viele Karte spielen gehört meinen Kindern, zum Beispiel Kızma Birader Uno. Tabu. Ja, wir können diese Karte spielen. Oder wir können Saklambaç spielen. Ja, super. Ich habe
einen Karte spielen zu Hause. Ich kann Karte spielen mit Bringen. Ja. Okay. Hast du eine andere Idee? Nein, ich denke, das ist genug. Ja. Okay, aber muss ich jetzt gehen. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Değerli arkadaşlar, ikinize de teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç bir şey değineceğim. Bunu çok hepimiz yapıyoruz. Özellikle de mesela yemek konusunda hepimiz işte köfteye diyoruz. Ama bunların hepsinin Almancası var. Bu basit kelimeleri bilebiliriz. Köfteyi ben de aklıma gelmedi, bir anda söyleyemedim. Benim de hocam biliyordum ama aklıma gelmedi. Frikadelle. Saklambaçın hocam Almancası Versteckspiel. Versteckspiel. V harfiyle yazılıyor. Versteckspiel. Ondan sonra mesela ben de yeni yeni öğreniyorum çocuk oyunlarıyla alakalı. Mesela Uno, Paşe On ve Şikipo diye oyunlar varmış. Bir tek Uno'yu biliyorum ben. Diğerlerini bilmiyorum ne olduğunu bile. Yani hava kötü olduğu zaman da bunlar denebilir. Ya da evde işte Computer Spiel denebilir. Ya da hava mesela biraz güzel. İşte diyebiliriz ki hayvanat bahçesine diyebiliriz. İşte müzeleri bahsedebiliriz. Diye öyle aklıma gelenler. Evet dedik ve iki arkadaş da etvas plan için alsak. İki Filiz hocama da teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederiz hocam. Erkeklerden kimler yapmak ister? Ömer hocam, Ömer hocamla Adem hocam eşlik etmek ister misiniz? Hocam bugünlük beni es geçmeniz mümkün mü? Tamam hocam, sorun değil. Teşekkür ederim. Başka kim yapmak ister arkadaşlar? Son iki kişi daha alalım, ondan sonra sonlandırırız. Evet, denemek isteyen, yapmak isteyen varsa. Ve Möhten. Barış hocam yapmak ister misin? Diyan hocamla. Ya bir an hocam çıktı. İsmet çıkmadı. Buradadır. Yok yok. Yani yayını açtı demek istedim. Ha. Biyon hocamla Barış hocam yapmak isterler mi? Vallahi İsmet hocam problem yok benim için. Buyurun. Biyon hocam. Bir saniye. Mutfakta bir şey pişiyor. Okey. Okey. Hazırım. Buyurun hocam. Ya bitiyor. Bitti Björn hocam. Ha, okey. Hallo Barış, wie geht es dir? Hallo Björn, alles gut, danke bei dir. Ah ja, super. Alles super. Aber stell dir vor, meine Freundin fährt am Wochenende in den Urlaub. Okay. Und sie hat gefragt, ob wir beide auf ihren Sohn Philipp aufpassen können. Wow, du und ich? Ja, stell dir vor. Oh, ich habe keine Erfahrung, aber ich würde gerne dir helfen. Okay, ja, ich brauche Hilfe, wirklich. Okay. Kann das auch nicht.
Aber ja, zusammen können wir das schaffen, denke ich. Ja, mit deiner Hilfe. Alles wird gut, glaube ich. Super, hoffentlich. Super. Okay, ich hoffe, dass wir gutes Wetter haben am Wochenende. Oh. Dann können wir rausgehen. Ich denke, draußen ist besser als in der Wohnung, oder? Was ja. meinst du? Ja, es klingt gut. Könnten wir Fahrrad fahren? Ja. Fußball spielen, Volleyball spielen. Ich weiß nicht, was Philipp mag, aber... Oh. Ich spiele nicht sehr gut Volleyball, leider. Ich spiele auch nicht sehr gut. Okay, dann wird Philipp gewinnen. Ja, aber für Philipp reicht genau. Ja, das kann sein. Ja, gut. Fahrradfahren finde ich eine sehr gute Idee. Hast du ein Fahrrad? Ja. Ja, ich habe ein Fahrrad. Das ist meine beste Aktivität. Ah, super. Ich habe auch ein Fahrrad und ich frage meine Freundin, ob Philipp ein Fahrrad hat. Aber ich denke, er hat auch ein Fahrrad. Ich denke, das kann gehen. Das ist super. Gut. Problem. Was machen wir, wenn es regnet? Oh, das ist schade. Mhm. Was können wir machen? Vielleicht können wir auf Fernseher gucken. Oh ja. Film super. Ansehen oder. Ich würde gerne Game of Thrones gucken. Was denkst Game du? Game of Thrones? Das klingt gut, aber für Philipp. Ich weiß nicht. Ja, wie wäre es? Ja. Was denkt Philipp? Nein, gut, okay. Dann vielleicht etwas anderes. Kennst du einen guten Film für Kinder? Sechsjährige Kinder? Oh, ich muss überlegen. Spider-Man können wir ansehen, oder? Das kann gut gehen. So wie Filme. Ah, okay. Hast du Netflix? Ja, ich habe ein Netflix. Super, dann nehmen wir Kinder. Dein Konto. Ah, ja. Wir werden was finden, wenn es regnet. Kein genau, Problem. Wir können da entscheiden. Und das Kind wird etwas essen wollen, denke ich. Aha. Ja. Kinder essen gerne Sachen. Ja, ich kann für uns Nudeln kochen. Super, wir lieben Kinder Nudeln. Essen gerne Nudeln. Und auch. Gute Idee. Ja. Du bist der Koch. Du genau. kannst Nudeln. Das wird Philipp lieben, denke ich. Und ich kaufe viele Schokolade für Philipp. Da muss ich mir eine Freundin fragen, ob sie das möchte. Ich glaube, du sollst nicht fragen. Nicht fragen. Weil okay. Die Antwort ist bestimmt nein. Ich denke auch, ja. Ja. Okay, ich frage nicht. Okay, das bleibt ein Geheimnis, ja. Was trinken wir? Ich glaube, wir können kein Bier trinken für Philipp. Nein. Das geht nicht, glaube ich. Aber gut, was machen wir abends? Am Abend? Mhm. Zuerst will ich das fragen, wann geht Philipp ins Bett? Gute Frage, ja. Ich denke so um 8 oder um 9 Uhr. Oh, so früh. Ja, erst Und was 6 Jahre. Machen wir? Oh, gar keine Ahnung. Hast du eine Idee? Nichts. Wir gucken Fernsehen, denke ich. Einfach Fernsehen gucken und Nudeln essen. Ich denke, das reicht. Ja, oder? Vielleicht mit Spielzeug spielen. Gut, ich habe Puzzle noch Lego. Machen. Ja, Lego. Das ich habe Lego gut. bei mir. Das könnte mir noch. Das kann ich aus dem Keller holen. Kein das Problem. Ist sehr gut. Das macht so viel Spaß. Prima. Okay, dann, ich denke, das machen wir am Samstag. Ich werde die Freundin nochmal fragen, wann sie Philipp bringt. Und dann haben wir ein Männerwochenende, ja? Ja, am Samstag bin ich bei dir. Super. Ich sag Alles dir Bescheid. Gut. Danke, Barış. Mach's gut. Ciao. Teşekkür ederiz arkadaşlar, sizlere de.